Papiergeldsystem es kann. Diese Regierung bricht laufend Gesetze. Wir haben den Point of No Return bereits überschritten. Das ist eine außerordentlich gefährliche Entwicklung. Deutschland hat die Todesstrafe. Irgendwann kommt der Crash. Das Weltwährungssystem ist vom Krebs der Schulden zerfressen. Das System ist nahe daran, zusammenzubrechen. Das wird sich im Laufe des Jahres 2012 aufschaukeln und dann schlägt es 13. Gehen wir davon aus, Papiergeld wurde erfunden, um die Bevölkerung zu betrügen, letztlich. Das ist etwas, was man im Finanzministerium ja auch schon vorbereitet hat, dass man nochmals Zwangsabgaben auf Immobilienvermögen einführt. Das Gefährlichste, was es überhaupt gibt, manche meiner Freunde bezeichnen es als den Raubstaat. Also wer sich nur durch die Massenmedien informiert oder informiert fühlt, der wird schwer getäuscht. Nee, wir kriegen nur das gereicht, was wir Blödmänner auch zu kriegen haben. Wir müssen heute den Menschen die Augen öffnen und ich kann nur allen dringend empfehlen, nutzen Sie Ihre Augen jetzt zum Sehen, damit wir sie nicht hinterher zum Weinen gebrauchen müssen. Die Welt geht nie unter, sie ändert nur ihr Gesicht. Es wird zusehends gefährlicher jetzt auf der Welt. Und ich gehe davon aus, dass die Kriegsgefahren permanent zunehmen. Panik und Angst sind die schlechtesten Ratgeber, die es überhaupt gibt. Europa wird vom Land der Dichter und Denker zum Land der Hilfsarbeiter werden. Unsere Parteienlandschaft, die wir jetzt haben, sind nicht vom Volk fürs Volk, sondern von gewissen Kreisen, um das Volk entsprechend zu verarschen. Der Bundestag ist gerade dabei, sich selbst zu entmachten. Ich glaube nun, dass Dummheit ausgenutzt wird zu unseren Lasten, unserer eigenen Dummheit. Krisenvorbereitung besteht nicht nur im Aufhäufen von Gold und Silber oder Lebensmitteln oder allen möglichen Items, die man brauchen müsste in der Krise. Wer viele Freunde hat, und das durch alle gesellschaftlichen Schichten, denen wir jetzt am besten gehen in einer solchen Krise. Selbst die Kleinen und die Masse der Menschen ist nicht ausgeschlossen von diesem Vorbereitungsprozess. Bilden Sie sich das nicht ein und beschränken Sie sich nicht selbst.